Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Jürgen Klopp Trainerkarriere. Wir beginnen direkt mal mit einer La Liga Partie gegen Mallorca. Sie haben hier eine Formation und zwar eine 5-3-2 Formation. Damit werden Sie reinstarten. Wir starten natürlich mit unserer gewohnten Formation. Das heißt einer 4-2-3-1 Formation und das auch ja hier mit unserer kompletten Top 11. Allerdings werden wir auf der Bank was ändern. Reinier bleibt draußen, dafür darf dann Schröder mitkommen und Eder Militao bleibt ebenfalls zu Hause, dafür kommt Anton mit. Und damit gehen wir jetzt rein und möchten gerne 3 Punkte mitnehmen. Vinicius Junior am Ball geht hier wunderbar vorbei, er sucht es aus der Distanz und macht ihn traumhaft rein ins obere Eck in der 5. Spielminute. Vinicius Junior jetzt am Ball, dribbelt sich nach vorne durch. Vini Junior zieht ab, macht jetzt hier seinen Doppelpack in Minute 23. Und damit führen wir auch mit 2:0. Jetzt kommt Mallorca. Wir sind hier nicht einstimmig unterwegs. Und dann kommt der Schuss. Und leider geht er auch rein in Minute 27. Ort über den Flügel bringt er die Reingabe rein auf Kylian Mbappé. Der bekommt ihn nicht. Bellingham auf Vini Junior. Der Torhüter ist aber hier aufmerksam. Es gibt einen Eckball. Vini Junior bringt ihn rein auf Chapman. Der kommt gut zum Kopfball. Aber der Torhüter ist zur Stelle. Jetzt Vinicius Junior am Ball. Vini Junior dribbelt sich vorbei. Vinicius versucht es, der Torhüter ist hier aber da. Weil wer der jetzt am Ball? Wer werde auf Vinicius? Der bekommt ihn. Vini Junior dribbelt jetzt hier erstmal sich vorbei. Geht jetzt hier auch nochmal vorbei. Findet Valverde. Valverde am Ball findet wieder Vinicius. Der sieht jetzt hier Jude Bellingham, der direkt mal drauf zieht und trifft. Dritter Treffer. Jetzt erfolgt in Santiago Bernabéu und das in der 63. Spielminute. Jetzt kommt Mallorca. Chapman unaufmerksam. Kuhn kommt nicht mehr hinterher. Und dann, ja, gibt auch den zweiten Treffer hinterher. Diese Partie wurde abgepfiffen. Wir gewinnen relativ knapp mit 3 zu 2. Wir haben es nicht geschafft, über lange Strecken unsere Führung auszubauen, aber haben es geschafft, war immer die Führung beizubehalten. Die nächste Partie bestreiten wir in der Champions League und zwar im Achtelfinal-Hinspiel gegen Dynamo Kiew. Sie betreten hier den Platz mit einer 4-2-3-1-Formation und wir laufen hier mit unserer kompletten Top-11 auf. Einzigste Änderung ist auf der rechten Seite Kurigo, denn hier hat Ford unfassbar wenig Ausdauer und auch auf Schröder setzen wir, auch wenn er weniger Ausdauer hat, aber er macht deutlich mehr fürs Spiel als Duarte, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Und deswegen wird auch Schröder zum Einsatz kommen. Und damit gehen wir rein in diese Partie. Valverde jetzt am Ball, wird nicht unter Bedrängnis gesetzt. Sieht aber auch Vinicius Junior komplett frei stehen im 16-Meter-Raum. Und dann natürlich treffen wir dann in Minute 2 schon. Freistoß jetzt für uns. Vini Junior zieht jetzt direkt drauf auf einen sehr spitzen Winkel und trifft den Posten. Jude Bellingham am Ball. Bellingham findet Valverde. Valverde versenkt die 19. Spielminute. Wir führen mit 2 Toren. Vinicius Junior jetzt am Ball. Mendes läuft mit. Mendes findet Valverde. Der sieht Mbappé. Und der trifft dann auch. 24. Spielminute. Benanza läuft mal nach vorne. Ist ziemlich ungewohnt dieses Bild. Vini Junior kommt mitgerannt. Und jetzt wird rübergelegt. Vini Junior trifft. 40. Spielminute. 4. Treffer. Eckball. Und Vinicius bringt ihn jetzt rein. Auf Chapman, der den Fahrrückzieher versucht. Und das war gar nicht mal so ungefährlich. Dynamo Kiew im Angriff, Valverde im Verteidigungsmodus. Dasselbe gilt auch für andere Spieler. Quirogo konnte den abwehren. Chapman mit diesem Riesenfehler mal wieder und dann kassieren wir. Brian Zaragoza über den Flügel, kommt er sehr gut voran, findet jetzt Valverde, der abzieht unter Torhüter mit der Parade. Valverde jetzt mit dem Vollsprung nach vorne, kein Verteidiger verteidigt mehr. Valverde wird hier zum Fall gebracht. Valverde trifft trotzdem. 81. Spielminute, 5. Treffer. Jetzt kommt Dynamo Kiew, Obrador kommt nicht dran und macht auch den Fehler, somit jetzt 11 Meter in der 84. Spielminute und somit geht jetzt auch der Spieler hier bereits seinen Muss parieren. Simon war ja zwar in der richtigen Ecke, kommt aber nicht dran. Diese Partie ist vorbei, wir gewinnen mit 2 zu 5 und die 2 Gegentore sind verschuldet an den linken Innenverteidiger. Und das war einmal Operator als auch Chapman, beide mit dem Fehler und beide dann, ja, leider mit den Gegentreffern, die wir kassiert haben. Aber trotzdem kommen wir dadurch relativ sicher an, hoffentlich fürs Rückspiel. Und auch die nächste Partie gewinnen wir in der La Liga gegen Villarreal mit 2 zu 0, dank Duarte und Kylian Mbappé.
Es steht ein Abgang fest und zwar Eder Militao. Bergamo Calcio bietet nochmal Geld. Wir bekommen circa 58 Millionen. Ich habe außerdem nämlich den Vertrag verlängert, was ich nicht machen wollte. Aber jetzt wird er verkauft. Dadurch bekommen wir sogar noch in der nächsten Saison ein wenig Geld. Bevor wir jetzt weitermachen, schauen wir gemeinsam nochmal auf die Tabelle. In der La Liga sieht es richtig gut aus. Nach 25 Partien sind wir auf Platz 1 mit 69 Punkten. 20 Punkte dahinter. Der FC Barcelona, danach kommt Athletic Bilbao, Girona und Sevilla. Und Girona ist auch der nächste Gegner, das heißt Erster gegen Vierter. Sie treten hier mit einer 4-1-4-1-Formation auf. Und wir laufen jetzt hier mit unserer kompletten Top 11 auf. Bis auf die linken und rechten Flügelpositionen. Denn Zaragoza und Schröder dürfen spielen statt Duarte und Vinicius Junior. Somit gehen wir jetzt rein im Estadio Santiago Bernabéu und möchten natürlich um 12 Uhr gewinnen. Girona ist über den Flügel unterwegs. Ford konnte erstmal blocken. Bernanza kann ihn auch hinterher auch nochmal blocken. Und Ford aber mit einem sehr wichtigen Ballverlust für Girona, aber Courtois kann ihn halten. Mendes findet Valverde, Valverde sprintet durch, Valverde zieht ab, der Torhüter passt auf und klärt ihn anschließend. Jetzt kommt Girona, Chapman mit dem Foulspiel und ich weiß nicht, ob das im 16-Meter-Raum war, ich denke schon. Und damit gibt es leider einen Elfmeter in der 40. Spielminute, so ist es auch. Und damit muss jetzt Courtois parieren. Der Schuss geht in die Mitte, Courtois pariert, somit bleibt die Null erstmal stehen. Jetzt der Konterangriff von Girona, der Spieler rennt durch, Courtois glänzt hat. Eckball für Girona, die Reingabe erfolgt und wir müssen klären, das machen wir nicht und dann treffen sie leider per Kopf. Ford im Angriff findet er Bernanza im Rückraum, jetzt Valverde, der draufzieht und knapp vorbeischießt. Bernanza am Ball, rennt nach vorne, findet Brian Zaragoza, der einfach mal durchsprintet. Brian Zaragoza trifft 62. Spielminute und dadurch gleichen wir aus. Mendes am Ball, findet Vinicius Junior vorne und der geht hier wunderbar vorbei. Immer noch Vinicius, Vinicius und jetzt Pavlovitski, aber Mamardashvili ist da, jetzt nochmal Schröder auf Vinicius Junior und der trifft jetzt doch noch 89. Spielminute. Der Führungstreffer ist jetzt erfolgt. Jetzt kommt Girona. War nicht im Abseits. Mendes Fehler. Chapman ebenfalls Fehler. Courtois muss parieren. Diese Spielzeit ist jetzt vorbei. Wir gewinnen sehr knapp mit 2-1 mit diesem Last-Minute-Treffer von Vinicius und damit holen wir uns 3 Punkte gegen den Viertplatzierten. Nach der Partie gegen Girona steht jetzt das El Clasico an. Diese mittlerweile sogar auf den dritten Platz abgerutscht und zwar der FC Barcelona. Sie beginnen hier mit einer 4-3-3-Formation. Wir beginnen natürlich mit unserer 4-2-3-1-Formation und natürlich mit unserer kompletten Top 11 bis auf einzelne Positionen, die aber auf der Bank stattfinden. Suarez kommt mit statt Reinier. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er gut abliefern wird. Zudem kommt noch Campos mit für Eder Militao. Und damit gehen wir rein in diese Partie. Valverde jetzt frei vom Tor. Sorry, Vinicius. Jetzt kommt Valverde von hinten. Bolz drauf. Alle waren geschlagen. Vinicius war vorher frei durch. Der Torhüter hält. Valverde zieht drauf, wie gesagt. Und damit holen wir uns den ersten Treffer in diesen El Clasico. Duarte jetzt am Ball und komplett frei durch. Duarte trifft. Was hier mit der Verteidigung los ist, ich weiß es nicht. Aber wir freuen uns, denn wir machen Tor Nummer 2. Jude Bellingham bringt die Reingabe rein auf Duarte, der kommt leider nicht dran, weil Valverde springt hoch, Mbappé bekommt ihn, findet jetzt Jude Bellingham, der abzieht und trifft, Tor Nummer 3 in der 41. Spielminute. Wurde jetzt von Jude Bellingham vollbracht. Es ist Halbzeit und ich hätte niemals gedacht, dass ich das in diesem El Clasico sage, weil eigentlich beide Teams richtig heftig sind, aber Barcelona steckt offensichtlich in einer Krise. Wir führen zur Halbzeit mit 3-0 und wenn man sich die Spielverhältnisse ansieht, ist das auch absolut verdient. Deswegen würde ich auch sagen, weil wir eben so eindeutig führen, dass wir auch schnell simulieren können und am Ende gewinnen wir sogar mit 6-0, denn Mbappé trifft noch, Bernanza und auch Valverde, also Barcelona wurde komplett auseinandergenommen. Und in der Champions League spielen wir unentschieden im Rückspiel gegen Dynamo Kiew. Damit sind wir weiter mit einem Gesamtergebnis von 7-4 und Pavlovitski und Vinicius Junior treffen in diesem Spiel. Hinterher gewinnen wir auch nochmal das Duell gegen Athletic Bilbao, denn hier
trifft Vinicius doppelt und dadurch gewinnen wir am Ende ziemlich knapp mit 2:1. Und auch gegen Valencia gewinnen wir mit 2:1 dank Chapman und Duarte. Die letzte Partie der heutigen Folge steht an und das ist gegen Wales in der EM-Quali. Da haben wir ja noch richtig viel zu tun, denn wir müssten eigentlich jetzt dauerhaft gewinnen, um noch wirklich sinnvolle Chancen zu haben und dadurch müssen wir alles geben. Jetzt gegen Wales, die beginnen hier mit einer 5-2-2-1 Formation und wir laufen auf natürlich mit unserer gewohnten Formation, werden aber zumindest 1-2 Spieler tauschen. Wir haben einen Spieler getauscht und das war Wagnermann und auf der Bank haben wir auch einiges geändert, deswegen gehen wir jetzt rein, natürlich in die Höhepunkte. Wir gehen rein in die 11. Spielminute. Youssoufa Moukoko bekommt einen Alleingang, muss eigentlich seine Geschwindigkeit jetzt hier nutzen, geht jetzt hier überhaupt nicht gut vorbei und kommt auch nicht gut aus den Startlöchern. Wirtz rennt jetzt hier auf jeden Fall nach vorne, ist im Zentrum. Florian Wirtz trifft, 11. Spielminute, 1-0 für Deutschland. Jetzt gehen wir rein in die 23. Spielminute. Es ist eine Kontermöglichkeit durch Felix Metscher, der hier nach vorne rennt. Und Moukoko ist mit vorne dabei, Adeyemi kommt von hinten. Adeyemi findet Moukoko jetzt im Zentrum, der geht schön vorbei. Findet aber dann mit diesem Pass den Gegner. Somit springen wir jetzt in die 28. Spielminute. Weiterhin steht es 1:0 für Deutschland und Moukoko bekommt den Ball. Youssoufa Moukoko hat ihn. Moukoko zieht einfach mal drauf und schießt leider am Tor vorbei. Somit jetzt 50. Spielminute, Angriff für Deutschland und Moukoko bekommt ihn wieder. Moukoko hat jetzt den Ball. Moukoko findet Florian Wirtz. Wirtz rennt nach vorne. Florian Wirtz scheitert, denn der Abwehrspieler blockt diesen Ball ab. Somit jetzt 59. Spielminute, ist es ein Freistoß für uns. Adeyemi wird diesen jetzt reinbringen und ich hoffe richtig gut. Karim Adeyemi bringt ihn jetzt weit rein auf Florian Wirtz, der ihn aufs Tor bringt. Aber der Torhüter ist leider hier zur Stelle. Die nächste Szene ist ein Elfmeter für uns. Jamal Musiala steht dafür auch bereit. Und Musiala visiert an, konzentriert sich natürlich, um diese Führung auszubauen und trifft dann auch. Somit jetzt der Spielstand 2:0. Damit gehen wir jetzt rein in die nächste Szene, 83. Spielminute. Es ist ein Alleingang von Moukoko, der noch nicht mal lossprinten kann. Felix Metscher bekommt ihn jetzt aber, der hier komplett durchsprintet. Felix Metscher, dritter Treffer, direkt nach dem zweiten und damit passt das auch. Und danach ist auch die Partie vorbei. Wir gewinnen souverän mit 3:0. Zum Schluss dieser Folge blicken wir dann nochmal auf alle Tabellen. Wir sind in der La Liga weiterhin auf Platz 1 nach 29 Spieltagen. Hier sollte es so langsam definitiv entschieden sein. 81 Punkte haben wir hier. Ja, und die Konkurrenz ist weit abgeschlagen. Wir sind hier mit Moment 24 Punkten Vorsprung. Das sollte eigentlich rein gar nichts mehr passieren. Auf dem zweiten Platz ist dann Athletic Bilbao. Danach kommt der FC Barcelona, Sevilla, Girona, Atletico de Madrid, Valencia, Las Palmas, Real Betis, Almeria, Villarreal, Real Sociedad, Celta Vigo, Osasuna, Mallorca, Espanyol, Barcelona. Der SD Eibar ist dann auf Platz 17, gefolgt von Alaves als auch Getafe. Und auf den letzten Platz mit einem leichten Abstand ist Real Valladolid. In der Champions League sind wir leider jetzt im Viertelfinale. Was heißt leider? Das ist gut, aber die schlechte Nachricht ist dann auch Liverpool. Wir spielen gegen unseren allerersten Club, beziehungsweise in dieser Karriere, und damit auch gegen einen Ex-Club. Dann gibt es noch das Milan-Derby. Es ist nämlich AC Milan gegen Inter Mailand. Da bin ich auch sehr gespannt. Real Sociedad trifft auf Olympique Lyon und Napoli trifft auf den FC Bayern München, die hier bisher zumindest auch sehr souverän spielen. Dann gucken wir noch gemeinsam auf die EM-Qualifikation. Da sind wir mittlerweile etwas näher rangekommen. Schottland hat ein Spiel mehr. Aber wenn ich es ja richtig im Kopf habe, gibt es auch nur 7 Spiele. Was natürlich schlecht wäre, weil damit wären wir draußen. Ich hoffe natürlich, es gibt mehrere Spiele. 7 Punkte Abstand, das wird unfassbar schwer aufzuholen. Aber sonst sind wir auf Platz 3 eigentlich gut. Es ist sehr, sehr traurig. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Wir werden es sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne Like und Abo da. Beim nächsten Mal gibt es dann folgende Partien. Insgesamt natürlich wie immer 8 Partien. Wir beginnen mit der Partie gegen Espanyol Barcelona. Danach kommt auch schon der FC Liverpool. Dann kommt Real Betis. Dann kommt wieder Liverpool FC.
dann kommt Almeria und dann folgen noch drei Partien, einmal gegen Sevilla und dann noch gegen Alaves als auch Eibar. Vielleicht kommen dann noch die beiden Partien, kommt drauf an, ob wir weiterkommen oder nicht, weil ja, dann wäre das Saisonfinale, wenn wir nicht weiterkommen, werden wir sehen. Ja, es kommt wirklich drauf an, wie weit wir kommen in der Champions League. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao!